Hololo. Hier habe ich alles. Hier habe ich alles. Hier kann ich nichts mehr machen. Was haben wir noch? Ja, Schrot, Schrot. Nee. Das hier. Mann. Was bringt mir das? Polsterung. Hä? Hä? Stabilisierung. Bla. Rückstoß. Bla. Ja, okay. Da habe ich nur die zwei hier. Hier haben wir nichts. Nope. Wie schaut's mit der Pistole aus? Die benutze ich nicht öfter, weil ich im Zweifelsfall vorher immer die... Aha. Hä? Drei Schusssalven? Hätten sie R2 gedrückt. Ich habe das größere Magazin noch nicht. Was ist das? Schussfrequenz. Ich finde eigentlich das ganz geil. Ich nehme das mal. So, können wir denn damit jetzt noch hier irgendwas reißen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Okay. Dann gehen wir weiter. Ich will nicht da runtergehen. Wo muss ich denn hin? Irgendwie ganz weit dahinter. Ich will jetzt erstmal... Wie? Hallo, wo sind die denn alle hin? Ich habe doch hier gerade total den Massenmord gemacht. Und hier ist einfach alles leer. Wollt ihr mich verkohlen? Oh Mann. Kommen hier dann irgendwie noch welche? Mittlerweile sind wir über 100. Wir räumen den alten Palast frei und beginnen bald mit dem Bau einer Stadt am Fuße des Berges. Die Japaner haben hier vor Jahren ein Frachttransportsystem errichtet, das wir instand gesetzt haben. Matthias sagt, wir bauen zu Ehren der Sonnenkönigin, wie bei einem antiken ägyptischen Monument. Aber mir ist klar, was wirklich vorgeht. Matthias schindet Zeit. Das gewaltige Projekt soll alle nur beschäftigen. Trotz der Rituale, der Stürme und der Hinrichtungen werden sie sich irgendwann gegen ihn auflehnen. Und wenn das geschieht, bin ich bereit, das Kommando zu übernehmen. Okay. Weiß ich Bescheid. Ah, ich krieg das nicht hin. Alter, da unten noch ein Buch. Das sah ja schön aus. Erst die Pfeile, die ich nicht mitnehmen kann, und dann das Buch. Oh Mann, was für eine Riesenscheiße. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn ich Roth irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt er eine aufs Maul, weil er uns hergebracht hat. Und dann töten wir gemeinsam jeden einzelnen von diesen irren Hurensöhnen. Es wird sein wie früher, nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam, die werden hier lebendig gefressen. Naja, also noch lebe ich und bin noch nicht gefressen. Obwohl es schon einige versucht haben, muss man ja dazu sagen, ne? Yeah. Toll. Ja, das bringt mir ja jetzt gar nichts. Schieß das auf. Oh Gott, hier ist alles so verwinkelt und verschachtelt. Ich werde hier doch niemals wieder rausfinden. Okay, Moment. Nee, da bin ich vorhin irgendwie... Oder bin ich? Ich weiß es nicht. Hab keine Orientierung mehr. Will aber möglichst viel Munition mitnehmen, damit ich möglichst viel ballern kann. Schuss. Gucke. Was haben wir denn da? In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz. Eine Art Frühform des Geldbeutels. Cool. Wieder was gelernt, ne? Okay. Was finde ich denn hier sonst noch? Was finde ich hier denn sonst noch? Beziehungsweise wo? Ne, Moment, da nicht.
kann. Plitsch, platsch, plitsch, platsch, platsch, platsch. Also ich muss immer noch irgendwie darüber. Wahrscheinlich über Dächer. Patz. Ist ja schön, dass die Munition direkt auf... Och, nö. Ja, kommt ihr mal runter hier, oder... Ach, wisst ihr was? Da hab ich keinen Bock drauf. Da hab ich keinen Bock drauf! Auf die Schanuze! Scheiß auf Deckung! Und jetzt du! Brems! Und du auch noch! Toll! Und jetzt du noch schnell! Yes! Holy crap! Meine Fresse, Mann! Okay, 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 Moment, ich... alles schön ausnehmen. Was gibt's denn hier noch so? Da drüben könnte man mal hinschauen. Da sehe ich noch ein Munitionskistchen. Und das war's, glaube ich, hier. Gut, dann wieder zurück. Und noch den Rest zerpflücken. Ich höre Schweine. Du greifst mich nicht an, oder? Oh doch, oh doch. Holy shit. Okay, aber es geht dann auch wieder weg. Gut. Ja, weil ich will ja eigentlich keine Viecher töten müssen. Ich bin da ja... dann doch mehr so... Okay. Irgendwie da drüben lang. Da kann ich nicht dran springen, da ist so komischer Ästrad dran. Ist hier irgendwas drin? Nö. Haare im Gesicht! Oh, komm schon. Moment. Hang in there. Bin gleich wieder da. Das ist echt, es läuft irgendwie über einen ganz seltsamen Magnetismus. Na gut, na gut, na gut. Wie dieses Schwein mich total irritiert, Mann. Hat keiner gehört, hat keiner gehört. Hat vor allem auch gar nichts gebracht. Platsch. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Ah, es ist so schlimm. Ich will natürlich hier im Let's Play irgendwie Unterhaltung bieten, ne? Aber andererseits will ich mir hier alles so, so voll genau anschauen und so. Oh. Hier. Ich hab's doch gewusst. Bewegung, los! Alter, hallo? Sonst geht's euch noch gut? Sie sitzt in der Falle! Umstellt sie! Sie kann nicht bleiben! Yes! Du kriegst so auf die... Du kriegst so! Hab ich gesagt. Mann! Okay, okay, okay. Hier ganz viel Zeug, ganz viel Zeug. Nimm was mit. Nein! Das Feuer, es brennt. Ihr macht mich wütend. Hier war Munition, lass mich die mitnehmen. Oh, Wichser, Wichser, nein, 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 nein. Entschuldigt, dass ich so fluchen muss. Nein, warum nimmst du das denn? Ah, ha, ha, ha. Das sollst du nicht. Du sollst die Schrot nehmen. Nein! Okay. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Hilfe, Hilfe. Nein! Sie ist am Boden.
Ah, Moment. Boah, wie ich am Schwitzen bin jetzt. Moment, 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 Moment. Mal ganz kurz die Jacke ausgezogen, weil das geht ja gar nicht. Hey. Okay, es heißt, ich muss ein bisschen klüger vorgehen. Das ist natürlich nicht cool. Das Fass ist weg. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Hallo? Visier ihn an. Visier ihn an. Spring weg! Spring weg! So, warte mal. Wenn der jetzt hier hochkommt, muss der ja an dem Fass vorbei. Yes! Okay. So habe ich mir das vorgestellt. So kann ich auch arbeiten. Ruhe? Okay, noch keine Ruhe. Boah, ey. Sag mal, wie viel halten die denn aus? Hallo? Was ist denn das für eine Scheiße? Ich hab denen doch jetzt bestimmt 3, 4 Schrotdinger mitten in die Fresse geballert, Mann. Das Mädchen macht uns hier gerade fertig. Verarsch mich halt nicht, ey. Ganz im Ernst. Nein! Nein, schieß nicht da drauf! Oh. Oh, Alter, wie ich ihn nicht gesehen habe. Shit. Nein. Ist er jetzt tot oder hat er sich da jetzt irgendwie schlafen gelegt? Oh Mann, ey. Nein, nein, nein. Ah! Haben wir es jetzt dann mal? Heilige Scheiße, Mann. Ist doch nicht euer Ernst, ey, wie das... Oh! Wie mich das genervt hat, ey. Holy shit, Mann. Nee. Nicht nochmal. Das Schlimme ist, es wird nochmal passieren. Wahrscheinlich nicht nur einmal von dem, was ich bisher gehört habe. So. Gib mir alle dein Zeug. Gib mir alles. Oh. Huch. Schwupp. Aua. Ich bin jetzt auch ein bisschen groggy. Und vor allem erleichtert, dass ich... Ja, die Nase. Wo muss ich hin? Hä? Aber da war ich doch gerade. Was wollt ihr denn von mir? Ach so, ach natürlich. Logen, Digga. Logen. Ja. Wo ist jetzt dein Problem? Ach so. Ja, und jetzt? Was soll ich jetzt dagegen machen, dass es klemmt? Mann, gib mir doch mal irgendwie einen Tipp. Wie mache ich Feuerpfeile? Hallo? Ja. Ich raff's halt nicht, ne? Ich könnte mir halt vorstellen, dass man das hier irgendwie anzünden muss, wenn da schon so ein Tuch dran ist. Aber sie macht ja kein Feuer. Ach so. Jetzt macht sie.
Immer noch kein Feuer. Guck mal, so ist doch Feuer. Was ist mit Feuer schießen? Nee. Mach's weg. Ich will Farben. Mach's weg, ich will Farben. Dankeschön. Ich weiß nicht, was ich machen soll sonst.